Auch wirklich von dir nicht erwartet, Hans. Ja, siehst du, wir dachten uns, unsere Zuschauer sind sehr daran interessiert, zu erfahren, wie du Autofahren gelernt hast. Wie du dich angestellt hast beim Autofahren in den voll besetzten Straßen in deinem hohen biblischen Alter. So, Amma, jetzt zack, zack, zack. So. Stopp, 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 stopp. Wenn jetzt hier grün ist, ja, kann ich dann fahren oder muss ich dann hier auch gucken? Ey, was ist das denn? Das ist Peter Naujok, Fahrlehrer von Beruf. Er holt Birgit Schrowange zur Fahrstunde ab. Birgit ist seit über 20 Jahren nicht mehr Auto gefahren. Sie kennt kaum noch ein Verkehrsschild. Der arme Mann tut uns schon jetzt leid. Das ist, der war gleichzeitig für Behinderte auch eingesetzt, die Beinlähmungen hat und sowas. Dass auch so, die Hände mit beobachtet sind, so einige Sachen, die man extra braucht. Was Birgit nicht weiß, wir werden ihre Fahrversuche mit der versteckten Kamera beobachten. Als Tipp, sollen die die Tasche lieber von der Bremse weglegen? Ja, das wär günstiger. So. Okay. Hilfe. Wo fahre ich denn jetzt hin? Einfach immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Jetzt muss ich hier aufpassen, rechts vor links, oder? Genau. An der ersten Kreuzung gleich das erste Problem. Vorfahrt beachten, rechts vor links. Das klappte ja schon ganz gut. Doch nur 100 Meter weiter wird's plötzlich verdammt eng. Ja, aber ruhig mal bremsen ein bisschen, ja? Ach, Sie bremsen jetzt. Ja, da wird's ja eng ein bisschen, ein klein bisschen. So, so, der kann noch warten. Blöden Fahrradfahrer, mein. Ja, nur langsam. Ja, langsam, führen dahinter zu kommen. Ja, Birgit ist gern flott unterwegs, nach dem Motto, was scheren mich Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsschilder. Und dann ständig diese zweibeinigen Lebewesen. Stopp, 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 der Fuß geht mal. Ja, die schreien immer so laut, ja. Was macht der denn jetzt hier? Oh, spielt der? Bisschen rüber. Wieso? Ja, klar, aber bevor ich jetzt links rüber fahre, muss ich erst mal gucken. Ne? Kann ja sein, also auf der linken Seite ist, da fange ich eine Brieffreundschaft mit dem an. Ach so, was hätte ich denn jetzt machen müssen? Dahinter stehen bleiben. Nee. Ja, klar. Echt? Ja, da war noch ein anderes Auto neben uns und dann wird das zu eng. Ratlosigkeit beherrscht diese erste Fahrstunde. So, und dann fahren wir die nächste mögliche links. Auch die Einbahnstraßenregelung ist Birgit völlig fremd. So. Stopp, 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 stopp. Spardose. So. Dann fahren wir die nächste. Ne? Ach so, das hätte ich jetzt übergesehen. Ja, ja. Wie viele Punkte werden das jetzt? Oh, da wir zum Schluss zusammenrechnen, dann brauche ich einen Stift für. Da wird es werden. Nächste links jetzt hier. Das ist schon wieder diese zweibeinige Lebewesen auf der Straße. Oh. Vorsicht, stopp die Fuß, ne? Also jetzt habe ich aber hier Vorfahrt. Ja, anders kommt wohl warten. Anders kommt wohl keiner. Der muss jetzt warten, ne? Beeil dich, Tante. Okay, und los geht's. Hier darf ich nicht. Oh, ich dreh durch. Kann ich das mal hupen? Fahren wir mal vorbei, fahren wir vorbei. Komm. Gucken. Mann, echt. Ja, da ja. Und der, oder was? Genau. Jetzt aber, ja. Das war eine sehr gute Einzelleistung. So, wenn wir die 3 Meter noch bis zur Haltelinie ausnutzen, dann können wir ein bisschen Stauraum wieder. Okay, okay, super. Also wie viele Punkte habe ich jetzt? Hätte ich schon 3, ne? Ja, wir hätten heute schon einige mehr zusammengekriegt. Die rote Ehrlich? Ampel, die Geschwindigkeit, der Fahrstreifenwechsel, das Puckeln, der Radfahrer. Da kam also schon einiges zusammen. Scheiße. Ne? Das wäre wahrscheinlich die kürzeste Prüfungsfahrt gewesen, die es sonst gegeben hätte. Oh, ehrlich? Ja, klar. Ich wäre gar nicht so schlecht. Ja, das ist die Substanz. Man muss ja auch einen motivieren. Man muss auf irgendetwas aufbauen. Ne? So, bis hierher und nicht weiter. Das war Birgits erste Fahrstunde. Fahrlehrer Peter Naujok atmet erstmal tief durch. Ihr Problem waren die Fußgänger. Nee, also eine ganz liebe, nett, aber sagen wir mal so, eine Gefahr für die Menschheit. Ne? Also, wenn Sie dieses Auto mit dieser Frau am Steuer sehen, dann halten Sie besser genügend Abstand. Du hast wirklich nichts gemerkt davon? Nee, ich habe nichts gemerkt. Sollen wir dann jetzt wieder quitt? Das musste eigentlich nicht sein, dass du mich so blamierst. Bitte, 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 bitte.
Na gut, ich will mal nicht so nachtragend sein. Also auf jeden Fall war eins gelernt heute. Überlassen Sie nie einer Frau die Fernbedienung. Sie haben gemerkt, was dabei rauskommen kann. Und ansonsten sind wir eigentlich jetzt am Ende der Sendung angelangt, oder? Ja, das war es zumindest mit dumm gelaufen. Jetzt geht's hier weiter mit Angelina Jolie und Tomb Raider. Viel Spaß.